Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo? So, wir sind mit Jasmin wieder da. Jasmin, die kocht wieder fleißig. Du hast ein zweites Feuer gebaut. Ja. Ist schon ein bisschen schade, dass du kein Herd drunter gesetzt hast. Aber geht ja leider nicht. Ja. Oh Gott. Achso, kann ich gar nicht. Ah, jetzt verstehe ich ja warum. Da sollte vielleicht ein Geländer hin. Warte mal, da bauen wir einmal. Baublock. So, und dann möchte ich einmal die Form wechseln zu Stäbe. Den ich da nicht setzen kann, weil ich den Block so rumgebaut habe. Alles klar. Gut, dann hat sich das erledigt. Alles klärchen, Papa Bärchen. Alles klärchen. So. Papa Bärchen. Einmal darüber. Busch. Wieso sind denn jetzt hier so viele unterwegs? Ich wollte Bäume roden. Platz schaffen. Leuchtest du? Oh, ich? Nee. Jochen. Ja, oh, hier ist ja alles voll mit dem Ungeziefer, doch. Weg mit dir. So, haben wir erstmal wieder ein bisschen Essen. Hier ist ja dunkel, ey. Ja, nachts ist ganz schön dunkel geworden, ne? Wir haben halt keinen Vollmond. Was haben wir? Ein Tropfen. Der blinkt. Wie viele brauchen wir, damit wir da trinken können? Wir haben Vollmond. Drei müssen so. Ich habe keinen Stein. Aber wir müssen das hier auch noch mal ein bisschen anders machen, ey. Wenn wir da hoch und runter gehen. Ja. Und fallen wir. Ja, musst du aufpassen. Wenn du die Tür zumachst, schubst die dich da runter. Ah. Oh, jetzt liegt hier nicht ein Steinchen rum. Steini, wo seid ihr? Ach ja, du bist ja schneller. Oh, hab ich vergessen. Du Ackerchen. Wow, Baumschick, wow, wow. Zählt das als Baumstamm? Oh, das wäre der Shit. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Warzenschwein. Das hast du jetzt aber gesagt. Ja, ich weiß, ich habe mich selber gehört. Hört, hört. Ja. Hört, hört auf diese frohlockende Stimme. Mau. Mein Name ist Jasmin
wüsste ich. So, das dürfte eigentlich erst einmal reichen. Den dann nehmen wir noch weg. Alter, macht der da Krach. Man hört rabaut, gebufft, gebommen. Was? Du hast nicht genug Holz hier reingepackt, du. Unauffällig wie ein Ninja. Oder ist das Messing hier nicht ein? Hast du Blei auch gleich reingepackt? Eisen hatte ich mit reingepackt. Wozu denn Eisen? Geschossspitzen. Patrick, die macht man aus Blei. Ich mache keine Geschossspitzen. Au, irgendwer läuft hier gegen die Dinger gegen. Er schreit die ganze Zeit au. Ach, du triggerst den da unten, deswegen kommt der nicht hier hoch. Ach, der ist unten oder was? Ja, der ist bei dir. Der ist nicht mehr, ich höre nichts mehr. Gut, ich müsste mal schauen, die Höhe können wir eigentlich beibehalten, ne? Wie weit sind wir denn hier? Eins, hast du noch Lehm bei dir? Nee. 1, 2, 3, 4. Dann müssen wir aber mal ein bisschen Lehm sammeln. Du brauchst jetzt nicht zählen. Doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du kannst immer noch nicht zählen. Dann müssen wir mal. Alter. Dann müssen wir, wenn es Tag ist, mal Lehm suchen. Damit ich Geschossspitzen machen kann. Das wäre schon die Treppe, ne? Kohle haben wir auch nur zwei? Hä? Nee. Das wäre die Treppe. Davor ein kleinen Podest. Wir können die ja gar nicht machen. Wir haben ja gar keine Werkbank. Ich Dulli. Dann wäre die drei breit. So, das wäre jetzt die Treppe mit Podest. Dann kommt ein Lücke. Ein Lücke. 1, 2. Doppelstufe sollte eigentlich reichen. Band. Gang. Band. Passt das? Nicht. Treppe. Lücke. Warte, wir machen mal so. Ich atme nicht irgendwo zu mir. Treppe. Da müsste eigentlich wieder eine Lücke kommen, damit die da nicht kaputt machen. Denn eine Wand. Gang, den könnte man zwei breit machen und noch eine Wand. Kommt halt mal durcheinander, ey. So. Eins. Bitte nicht stören, ich muss mich hier konzentrieren. Treppe haben wir zwei, dann haben wir Lücke und dann haben wir 1, 2, 3, 4. Jetzt liegt der im Weg. Das wäre jetzt der da, dann kämen hier 4, ne?
4, Lücke, 2, Lücke. 4, Lücke, 2, Lücke. Gut, dann gehen wir vor. Kommt die Frage, die Stange 1, 2, 3, 4, 5. Das wird ganz schön groß, ne? Das wird schon dezent groß, glaube ich. Ja, das wäre jetzt die Treppe. Du lässt die ganzen Mücken rein, mach doch mal die Tür zu. Rück zur Lache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Jetzt habe ich gar nicht gezählt. Warte mal, das sind 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und dann rüber, oder? Oh, leuchtende Augen. Du störst mich bei der Arbeit, mein Freund. Was hast du jetzt davon? Ich hab dich gewarnt, dass du mich störst. 1, 2, 3 und noch ein paar hier. War hier? Noch ein paar hier? War hier? Oh. Oh, da, da. Oh, oh. Das dürfte eigentlich an Fläche für Werkbänke und so weiter reichen, ne? Haus? Treppe? Schnetzelanlage? Und den Garten etwas außerhalb, ne? Damit dem nichts passiert. Mensch, jetzt mal denke ich, das ist da unten. Na gut, den Garten können wir so ein bisschen zurückgesetzt setzen.
den ungefähr. Wie groß machen wir den Garten? Sich mal auf den Dings vorzubereiten, baut er da. Ich glaub's nicht, ey. Was willst du eigentlich essen beim Blutmond? Du kochst doch für uns, denke ich. Nö, für uns nicht. Wieso bist du jetzt so gemein zu mir? Ey, du baust jetzt. Das bringt doch alles gar nichts. Jasmin, du spielst mit meinen Gefühlen. Ja. Weißt du, ey. Ich will ja nur mal ein bisschen abstecken. Ja, was soll ich denn jetzt für einen Blutmond noch machen? Wir brauchen Steine für die Pfeile. Ja, jetzt sagst du nichts mehr, ne? Ja, und was machst du denn noch drinne? Ey, bist du doof? Ich koche hier gerade Essen, teile das in Kisten auf, das Essen, mach Ach, trinken. Und ich soll jetzt rausgehen in die gefährliche Wildnis und Stein sammeln? Hä, du bist doch eh draus, oder nicht? Nein. Wo bist du denn? Ich spiele im Garten. Mhm. Ich habe die Grundstücksgrenze nicht verlassen. Mhm. So. Ja, da ist das hier eine komische Aufteilung, ey. Ich glaube, das würde mir mit der Schaufel zu lange dauern. Sogar relativ sicher, dass das zu lange dauert. Also um das in der Folge zu packen, auf jeden Fall. Oh, mein Auge juckt gerade mega. Ja, die Infektion macht sich breit. Na gut, dann habe ich das erstmal soweit. Fetch. Sollte ich noch leben bis morgen früh, muss ich mal zum Händler gucken nach Antibiotika. Mm-mm. Vielleicht der hat der ja was. Nee, ich bin zu weit infiziert. Dann wirst du sterben. Dein Optimismus gefällt mir. So, so. Das dauert aber lange, bis da Wasser kommt. Aber ein Glück haben wir ja hier auch noch den Brunnen, sag ich schon, da den mein erbaut ist. Du meinst eine Pfütze? Eher besser als nix. Brauchst ja nicht aus meiner Pfütze trinken. Ja. Ja. Wirkt voll, ey. Na, hast du Durchfall? Alter, die wirkt, das ist ja eklig gemacht. Da würge ich ja fast mit, ey. Nö, ich hab keinen Durchfall. Nee? Nö. Ich dachte, du kackst dich jetzt ein. Steht nichts mit Durchfall. Nö. Ich heiße ja nicht Patrick. Was soll das heißen? Der von allem Durchfall kriegt. Ich kriege nie Durchfall. Ich pinke grundsätzlich aus meinem Hintern. Das ist ein ganz schön großes Unterfangen. Kannst du jetzt mittlerweile Werkzeug bauen? Irgendwelche? Nö. Außer den Schraubenschlüssel? Nee.
Ich hab schon geguckt, aber... Eisenschaufel, Schloss, Eisenspitzhacke, Eisener Feueraxt. Ja, kann ich auch nicht machen. Brauchst du 11 Erntewerkzeuge? Die Bücher. Wo sehe ich, wie viel ich schon hab? Wenn du da hingehst, wo du deine Punkte investierst und gehst ganz rechts auf den Hammer. Dann klickst du Erntewerkzeuge und dann kannst du sehen, wie viele du hast. Ernte 1. Ich hab 4. Was habe ich denn hier am meisten? Oh, von Nahrung. Und dann kommt Fahrzeuge. Danach Arbeitsstation. Arbeitsstation sowie Schmiede und so? Ja. Yeah. Ich dachte, ich lese die ganzen Bücher, damit wir da so schnell wie möglich alles bauen können. Hey, ich level das. Lese das nicht. Ach so, die Bücher liest du nicht, du levelst nur das Ding selber. Ja, wann war ich denn leveln? Bücher lesen. Arbeitsstation habe ich 8 bis jetzt. Zementmischer. Ich hoffe, dass ich durchs Buddeln hier noch ein bisschen XP kriege, damit ich da noch mal schnell ein bisschen reinleveln kann. Ich müsste trotz alledem noch mal was essen kommen. Mhm. Ich würde ungern was essen, weil das Essen bei mir so schnell weg ist jetzt. Aber was willst du tun, Fisch, ne? Fisch. Ja, Essen ist fertig, Trinken ist auch soweit. Ich habe jetzt aber gesehen, dass ich Kisten genommen habe, die man nicht beschriften kann, aber ist ja egal. Oh. Hier oben ist Trinken drin und unten links sind Dosen drin. Nur. Ja. Aber Trinken ist jetzt nicht viel, weil ich einiges zum Kochen genommen habe. Ja, alles gut, alles gut. Aber wir haben ja diesen komischen Tau-Dings-Bums da. Wie funktioniert der? Kannst du direkt davon trinken, wenn der Tropfen voll ist? Weiß ich nicht. Nee, da müssen bestimmt 3 Tropfen drin sein. Ah, okay. Weiß ich nicht. Boah, das ist so doof hier mit dem Geländer, ey. Gucken, wie der das anzeigt. So. Der ist noch nicht. Ach so, hier. Hä? Haben wir Antibiotika in der Kiste eigentlich? Habe ich jetzt meine Doppel weggepackt? Nein, wir haben nichts. Ich meine eine Verbandskiste oben. Nicht, dass ich wüsste, Patrick. Wir haben Vitamine. Die brauche ich aber nicht. Und einmal Antibiotika. Danke, Jasmin. Auf keinen Fall haben wir Antibiotika. Egomane. Brauche ich nicht. Komm, hör du auf. Du wolltest mich sterben lassen, damit du die Medizin für dich hast. Fiebel. Ne. Echt jetzt? Was hast du gemacht? Ich habe die Kartoffelsamen aus Versehen fallen gelassen und das hat jetzt so das ist jetzt in mein Beet gefallen. Der Sack. Hol ihn doch raus mit E. Aha, du bist so lustig. Patrick, danke für deine Weisheit. Gerne. Hast du die mit Löffeln gegessen? Nein, ich kam schon so zur Welt. Also der Herr meint es gut mit mir.
Meinst du nicht, dass ich das schon hätte gemacht, wenn es gegangen wäre? Da wir jetzt über dich reden? Nein, ehrlich gesagt nicht. Mhm, sei mal schön ruhig, sonst erzähle ich gleich mal peinliche Sachen hier. Mein Gott, das ist ja blöd. Sich aber auch angegriffen. Das ist ja doof. Was ist das denn, ey? Guck mal, Minuspunkt wieder. So, geil, eine Kartoffel weg, ey. Minuspunkt. Ganz klar. Sei mal nicht so negativ, Jasmin. Doch, erst verschwindet mein Maschinengewehr. Oder was das da war. Und jetzt verschwindet hier einfach mein Beutel, so in dem Feld hier. Er muss mal buddeln. Genau. Ich buddel jetzt mein Beet weg. Also du hast auch... Bist auch schlau. Danke. Richtig schlauer Typ bist du. Danke. Bitte. Ich bin froh, dass das endlich mal anerkannt wird. Ich finde, das kommt viel zu selten zur Sprache. Ja, frag dich mal, warum. Das verstehe ich auch nicht. Verstehe ich gar nicht. Ich bin so ein netter Typ. Ich hab das Herz am linken Fleck. Was? Du hast ein Herz. Oh, gut, gekocht habe ich jetzt erstmal. Kürbis-Käsesuppe. Käsekuchen. Kürbis-Käsesuppe, das klingt interessant. Probieren würde ich es nicht unbedingt. Warum nicht? Eine Kürbissuppe mit Käse überbacken. Lecker. Kürbis ist geil. Da freue ich mich schon auf die Kürbiszeit wieder. Könnte den Kürbis-Käsekuchen machen. Sogar, tatsächlich. Dann brauche ich das Bier. Dieser Kürbiskäse schmeckt köstlich und bietet dir beim Handel einen Rabatt von 5%. Nimm nächstes Mal Kuchen mit. Ich back dir einen Kuchen, kannst du mit zum Händler nehmen. Hast du gehört? Ja. Mit Kuchen kann ich besser verhandeln. Ein leckeres Stück Maisbrot beseelt mit seinem hausgemachten Reiz und Gemüt. Habe ich auch gemacht. Ja, Maisbrot ist ein bisschen doof, weil das zieht immer Flüssigkeit. Ja, ich dachte aber besser als nix. Kürbisbrot ist sättigender als Maisbrot und schmeckt umwerfend. Okay. Mach ich das nächste Mal. Da ist jemand bei der... Das Kürbiskuchen. Also ich bin der Meinung, den Bunker bauen wir, wenn wir... Ich bin der Meinung, wir hätten eh was anderes machen müssen, aber gut. Du gehst doch eh nicht raus bei Dunkelheit. In der Zeit, wo du draußen da ackerst, hättest du ein bisschen schon mal was suchen können hier. Du kannst doch selber losgehen im Dunkeln. Hä? Du bist doch da um die Ecke. Ich bin im Garten. Ja, richtig. Ich brauch Lehm. Ich habe 1384 Lehm. Boah. Aber ich mache ja nichts hier draußen, nichts, was sinnvoll ist, ne? Ja, endlich siehst du das ein. Du brauchst ja kein Lehm. Nee, ich habe selber jetzt. Lass mein Lehm aus der Kiste in Ruhe. Hä? Der ist schon längst weg. Ja. Meinst du, die Patronenhülsen machen sich von allein? Ah, brauchst du doch gar nicht herstellen, ne? Hab ich aber. Was? Warum nicht? Was wir haben, haben wir. Alter, hier draußen laufen 6 Hunde oder so rum. Oder okay. 6 bis 7 Hunde. Na denn. Geh ich mal rein, wa? Warst du draußen? Ja. Die sind auf der anderen Seite vom Haus. Ja, ich war draußen. Stell dir vor. Stellen Sie sich das bitte mal vor. Nee, das kann ich nicht. Ich war draußen, so andere Seite vom Haus. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich sehe sie. Kannst du mir mal so ein bisschen Backup geben, ob die, wenn die herkommen? Dass du mir dann Bescheid sagst? Oh, vielleicht. Wenn du nicht gerade busy bist, ne?
Ach, mein Schäufelchen ist wieder kaputt gegangen. Schäufelchen, ja, Opa. Jo, getroffen. Nein. Doch. Sind das Zombie-Hunde oder richtige Hunde? Keine Ahnung, die laufen hier gerade in der Halle. Die Stachelfallen, die ich nicht vorbereitenderweise für den Blutmond dahingesetzt habe? Zombie. Hund. Ah, Kacke. Es hätte gut Fleisch gegeben. Ja. Und den da, ne? Ja, komm her, Hundi. Boah. Noch ein Zombie-Hund. Das sind noch welche. Schade. Ja, ich weiß, ich sehe die. Ah, okay. Ist so ruhig geworden um euch. Scheinen alle welche zu sein. Ja. So. Das wäre schon mal das Grundgerüst vom Haus. Erde erzittert, wenn ich hier hacke. Schaufel. Buddel. Auch ein Zombie-Hund. Bin ich hier irgendwo eins zu tief gegangen? Nee, ne? Naja, auch ein Zombie-Hund. Schade. Das Fleisch ist nicht genießbar. Baublock. Baublock. So. Ja. Ja. Was ist denn? Nicht. Aha. Ja. Und auf einen letzten. Es dürfte mir ja minimal helfen, aber es dürfte mir helfen. Ne? Jasmin, du errätst nie, was ich eben gerade Brillantes gemacht habe mit meinem Mastermind. Nicht. Auch, ja, ist richtig. Nochmal nicht. Ja, aber ich hab tatsächlich auch was gemacht, was richtig clever war. Ah ja? Ja. Mhm. Ich habe eine Mod auf meine Schaufel gepackt, damit die sich nicht so schnell abnutzt. Wow. Und ich glaube, ich spare sogar Ausdauer dabei beim Schaufeln. Wahnsinn. Du. Ja, oder? Das ist ja der Hammer.
Du bist richtig krass, weißt du das? Oh, noch ein Hund? Ja, ich will mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber manchmal, da überkommt mich das schon, ne? Oh, noch mehr Stachelfallen kaputt. Ja. Die laufen alle schön rein, ey. Ja, das ist ein bisschen kacke, da muss ich ja wieder neue bauen. Okay. Ja, ein bisschen semi-optimal. Guck mal, was der Bauherr hier macht. Der baut. Baut du hier, Alter? Ein Schloss oder was? Nee, das hier hinten wird die Hütte, ne? So. Dann haben wir hier die Leiter. Also hier ist dieser, das wird der Steg, wo die rübergehen müssen. Wo bist du? Ach da. Ja, nee, ich sehe dich nicht, aber ist egal. Du bist einfach weggegangen, nachdem ich dir das erklären wollte. Ja, weil da ein Zombie kam. Ist das ein Kameradenschwein? Das ja, ist unmöglich. Ich habe nie was anderes behauptet. Die würde mich hier elendig krepieren lassen. Ist voll. Mal gucken. Da täuscht sie mir hier Interesse vor, weißt du, nur damit sie mich opfern kann. So, jetzt gucke ich aber. Ja, bitte. Okay, dann nicht. Du willst es ja gar nicht wirklich sehen. Geh doch hier oben. Und du bist jetzt sicher, ja? Ich bin sicher. Dass du es sehen willst. Ja. Also das hier wird die Grundfläche unserer Basis. Hm. Ne? Machen wir wieder auf mehrere Etagen, dann kriegen wir alles runter, Werkbänke und so weiter. Ja. Lager und so weiter. Bis zu diesem T-Stück hier, das wird dieser Balken, wo die wieder rüberspringen müssen. Mhm. Dann kommt hier die Treppe, 3 breit. Hier kommt eine Treppe runter. Mit ein bisschen Abstand, damit die nicht immer diese Treppe kaputt machen. Hier kommt die Treppe runter, da ist die Lücke. Dann kommt hier nochmal eine Lücke, damit sie hier die Wand nicht kaputt machen. Dann geht hier eine Wand rüber. Wo bist du denn? Da. Ich glaub's nicht. Ich glaub es einfach nicht. Ich denk, was klackt denn da die ganze Zeit, wenn die hier angeblich zuguckt? Nö. Nö. Einfach nö. Ich werde das jetzt nicht nochmal erklären. Warum nicht? Nö. Es hat sich auserklärt, Jasmin. Ja, echt schade. Nie wieder werde ich dir meine brillanten Pläne offenbaren. Ich komm schon in Stottern hier. So bringst du mich hier aus der Form. Aus der Form. Ja, ich will hier ein bisschen Stabilität reinbringen in unsere Putze, ey. Du könntest mal Stabilität in unsere Partnerschaft reinbringen. Also ja? Es ist immer ein Glas. Das Spiel ist Teamwork. Ein Glas pro Tropfen oder pro 3? Ja. Jeder Tropfen ist ein Glas. Ja. Also lassen wir unseren Bunker, Teich da noch so ein bisschen. Musst du aber nicht mehr abkochen, ne? Nee, ist Wasser. Okay. Dennoch könntest du an unserer Partnerschaft hier arbeiten, ja? Mach ich doch, ich mach unsere Butze erstmal ein bisschen. Ich mach unsere Butze hier gerade ein bisschen stabil, weil ich denke, dass auch viele Vögel kommen werden. Verarscht mich hier in einer Tour, will mich am Zombie opfern. Ich bin Teamplayer. Ja. Hast du gut erkannt, dankeschön. Das war kein Kompliment. Doch. Und das war nicht genau ernst gemeint. War noch ein Hund, ey. Kommen ja die ganzen Hunde her. Aus dem Zwinger. Oh. Wow. Perfekt. Richtiger einfach. Hund oder Zombiehund? Zombie. Hat mich gar nicht interessiert. Hab gar nicht zugehört. Ich war hier am Schaufeln. Hä? Was? Habe ich den länger gemacht als breiter? Ja, habe ich. Uiuiui, da kannst du aber eine Gruppe aussehen. Haut der ab.
da wieder? Will er mich ärgern hier? Voll in den Hintern geschossen. Das hat sich angehört wie dieser Stimmverzehrer. Ich kann es nicht mal. Das ist ein bisschen schwindelig gerade, hey. Ich war ein bisschen dolle überrascht, dass der gerade kam, du Sauhund, du. Soll ich einen Notarzt rufen? Nö, ich bin ja nicht Patrick. Ich ertrage das wie eine richtige Frau. Heulend unter der Dusche? Nee, nicht so wie du. Ach komm. Du hast bei einer Entbindung geheult, du Muschi. Nee, da habe ich nicht mal geheult. Das, wo ich dich so gut unterstützt habe. Da habe ich trotzdem nicht geheult. Und selbst wenn, ne? Du warst aber schon ziemlich jammerlich für das bisschen Schmerzen. Mhm. Ich hatte komm, meine Magenschleimhautentzündung. Oh, jetzt geht das nicht los, ey. Ah, diese Geschichte, ey, jedes Mal aufs Neue langweilig. Wenn du eine Magenschleimhautentzündung hattest, dann weißt du ja erstmal, was richtige Schmerzen sind, ne? Hatte ich auch schon. Stell dir vor, ich hatte sogar schon Nierensteine, ey. Ja, ich weiß, ich war dabei. Ah, siehste? Deine Fußabdrücke waren ewig an meiner Frontscheibe. Ja, da kann ich doch nichts für, ey. Jo. Mir fehlt's an Ausdauer, Jasmin. Ich hab Hunger, ich hab Durst. Irgendwie sagst du das immer. Ja, ich muss mal nach Hause kommen. Eigentlich habe ich nur Durst. Ich mach die Reihe hier noch runter. Ey, warum kommen denn die ganzen Köter jetzt hier? Was viel schlimmer ist, warum machen die meine ganzen Stachelfallen kaputt? Weil die da reinlaufen wollen. Also, hierher? Ja, keine Ahnung. Ist ja gar keiner drinne gewesen eben. Oder bist du drinne? Nee. Ja, dann verstehe ich das auch nicht. Warst du auf dem Haus? Ich war nicht drinne. Ich war gerade neben dem anderen Haus. Ich habe gerade Steine abgebaut. Ja, das meine ich ja. Ob du bei uns auf dem Dach warst oder ob du ganz draußen warst. Ich war draußen. Also außerhalb der Gebäudegrenze, ja? Patrick, verstehst du es jetzt? Was? Ich weiß. Also du warst nicht auf dem Dach, sagst du mir. Die Antibiotika haben mich immer noch nicht ganz geheilt. Ja, die wirken. Doch, irgendwie schon. Also wirken tun sie bei dir auf jeden Fall schon. Hübitz. Geht das eigentlich auch mit? Mit? Oh, das bringt mir ja nicht viel, ne? Oder Brummbär, du. Oder Brummbär. So, Hunger durch, wie immer. Ich nicht die Helmmod, dass ich trübes Wasser trinken kann, sag mal? Sag mal. Oh. Du bist ja doof. Ja, da hättest du dir den Tee behalten können für dich. Ach du, ich bin versorgt. Ich pack mir ja einiges zur Seite. Ja, das sieht ja wieder ähnlich. Ich sammle immer fürs Team. Da sind wir schon wieder beim Teamplayer. Unfassbar. Sie glauben, die Geschichte ist frei erfunden. Da muss ich sie leider enttäuschen. Die Geschichte ist so oder so ähnlich in Deutschland oder auch nicht passiert. Erhard, es gibt Essen. Erhard. So. Ja. Ich glaube, das war's für heute, ne? Ja, ich komme jetzt erstmal nach Hause. Und dann zeige ich dir nochmal was. Fuhr aus! Guck mal. Fuhr aus. Was denn?
Und? Gut, denn nicht. Ich hab auch was für dich. Geil. Hier, warte mal. Ich will dir wirklich was zeigen. Daraus können wir ein Bett bauen. Mach doch. Und? Geil, oder? Ja, warum packst du das nicht nach unten? Du hast die Wand geschlagen. Ja, ne? Ich dachte, ich hätte dich gehauen. So, das war's von uns für heute mit 7 Days to Die. Wir sehen uns morgen wieder. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.